Also das Wort Bildung heißt ja nicht Wissen oder einfach nur intelligent sein, sondern wenn ich es mal ganz runterbreche für mich, habe ich einen gebildeten Menschen vor mir, wenn er in der Lage ist, sein Leben sinnerfüllt zu gestalten. Das heißt also, ein Mensch, der in sich ruht, der weiß, was er kann, was er nicht kann, der sich bemüht, der Fleiß und Disziplin an den Tag legt, der in der Lage ist, sozial mit anderen Leuten auf vernünftige Weise zu agieren und damit für mich etwas darstellt im Leben. Der hat natürlich 10-mal mehr Bildung als irgendeiner, der formal noch 3 Bildungsabschlüsse hat und sich damit etwas dicke tut.